Massive Lieferprobleme gibt es derzeit bereits in Großbritannien und schuld daran sei der Brexit, sagen Experten. Tausende EU-Lastwagenfahrer hätten das Land seither verlassen und in Großbritannien finden sich kaum Ersatzkräfte. Die Folge sind leere Regale im Supermarkt. Ui, also ist ja echt nichts los. Hat mich mein Chef eigentlich da mal hierher geschickt? Naja. Great Britain, welcome back. Ich bin wieder da. Halli, hallo, Hallöchen. Ach, schön wieder hier zu sein. Meine Lieblingsinselbewohner. Großbritannien. Okay. Gut, das Chefchen meinte, den ersten Stopp müssen wir in Dover jetzt hier machen. Oh. Ey, ihr fahrt alle verkehrt herum. Ey, stopp. Ach, Great Britain. Ja, ach, stimmt. Okay. Hier ticken die Uhren ein bisschen anders. Nicht nur die Uhren, nicht nur Länge, Breite, Gewicht, sondern auch die Verkehrsseite. So, wo komme ich jetzt hier wieder zurück? Haha. Tja. Würdet ihr wie richtige Menschen fahren, werdet ihr jetzt schon längst... Oh. Entgegen der Fahrtrichtung. Kann gar nicht sein. So, okay. Wie macht man da hinten beim Hotel hier halt? Wo fahre ich hier eigentlich hin? Ah, schön aber auch trotzdem wieder hier zu sein. Gut, wir machen mal ganz kurz hier halt. Guck mal kurz unseren Bordcomputer, wo es denn alles heute hingeht. Okay. Erster Auftrag für heute. Fertig, Hauswender von Dover nach Birmingham. Aber hier ist ja wirklich gar nichts los, wa? Ich habe schon gehört, nach den oder seit dem Brexit sind die ganzen LKW-Fahrer aus allen fernen Ländern, gerade in Osteuropa, abgehauen, weil die Möglichkeit wahrscheinlich sehr hoch war, dass die gar nicht bezahlt werden. Aber unser guter Boris Johnson, der Premierminister aus Großbritannien, der hat den Leuten ja versprochen, bis Weihnachten und danach könnt ihr nie wieder. Also sprich, wer bis Weihnachten in hier verweilt, so wie ich eigentlich schon fast, der muss hier bleiben. Warum hat mein Chef mich eigentlich nochmal hierher geführt? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle, erster Auftrag, Dover nach Birmingham. Ich habe es ja schon gerade gesagt. Wir machen aber hier schnelle Aufträge. Sprich, wir haben uns einen externen Auftrag nicht genommen in unserem LKW, sondern wir nehmen halt einfach das, was wir kriegen können. Denn wir sind so eigentlich die einzigsten, die hier großartig unterwegs sind, habe ich das Gefühl. Noch kein LKW in Sicht. Ah, ich liebe es. On the road wieder. Das ist lange her. Ich war ja lange verletzt gewesen, aber endlich. Endlich sind wir wieder da. Highway ist mal ein bisschen was anderes hier. In Großbritannien tickt das hier so ein bisschen anders, aber das ist ja vollkommen egal. So, hier hoch, 48 ist erlaubt, okay. Die sind hier ganz streng, hier muss ich aufpassen. In Großbritannien sind sie ganz, ganz doll streng in Sachen Strafen. Ja, das tuckelt sich jetzt hier so ein bisschen nach oben. Komm, du kleine Maus, du schaffst es. Ja. Okay, wenn wir unsere 48 mal ein Tempomat jetzt hier gleich eingeben. Übrigens warten auf uns jetzt genau 318 Kilometer, 4 Stunden und 9 Minuten sind wir unterwegs. Tankanzeige ist auf ungefähr die Hälfte gelegt. Sprich, wir müssten wahrscheinlich bei Zeiten doch nochmal tanken. Das wäre eine Überlegung. Oh, jetzt können wir richtig Gas geben. Oh, jetzt geht's ab. Leute, macht euch bereit, haltet euch fest. Der einzige LKW-Fahrer kommt hier in Großbritannien. Ich habe nicht mal mit meinem Chef darüber gesprochen, wie viel ich hier bekomme eigentlich. Ja, guck mal hier zur Rechten. Die verlassen jetzt alle die Insel, wa? Die wollen nicht mehr. Die hauen alle ab. Also ist natürlich jetzt die Briten hier alt, ihre Straßen neu zu machen, wa? Schlau sind sie auf alle Fälle. Das schaffen wir in Deutschland nur, wenn richtig reger Verkehr ist. Und dann wird immer nur abends gearbeitet auf der Baustelle, aber dann ist es zu dunkel, um irgendwas zu machen und dann zieht es über Jahre, kommt auch noch hinzu. Ich frage mich eigentlich eher, bin ich auf der richtigen Seite? Bin ich jetzt links oder rechts? Ah, guck mal, jetzt überholen sie mich alle. Ah, okay. Tut mir leid. Ich habe die Überholspur, glaube ich, wahrscheinlich ein wenig zu sehr ausgenutzt. Jetzt kommen sie alle. Ich wollte schon sagen, hat sich ja schön gestaut. Oh, hoppala, Entschuldigung.
So, Southampton müssen wir jetzt hier gleich erstmal links runter. Führt uns ja nach Birmingham. Was kommt jetzt? Rechtszeiten? Was soll die Pfeile bedeuten? Ach, Rechtszeiten. Mach mal schneller, Kollege. Danke. Warum darf ich eigentlich einen Bus überholen? Gibt's doch gar nicht. Komm, zieh, Buschi. Okidoki, nur noch knapp 200 Kilometer sind wir in Birmingham. Dann wird es natürlich das Ganze weiter verfolgen bis weit in den Norden von Irland. Und dort nur ein, zwei Aufträge abgeben. Ich weiß immer gar nicht, mein Chef hat mir keine Fristen gesetzt. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, wir hatten ja vorhin schon das Thema gehabt. Ich müsste wahrscheinlich hier verweilen. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Von daher, oh, was ist denn hier los? So. Keine Ahnung. Steht sich die Polizei einfach so in den Weg. Ja, Birmingham auf alle Fälle geradeaus. Das war schon mal richtig. Hallo? Gibt's doch nicht. Excuse me? Police Officer? My problem is, ihr habt nicht viele LKW-Fahrer. Und ich komme aus Deutschland, Berlin City, you know, Germany, yes, a wonderful football club, football national, yes. Ich glaube, die mögen uns nicht so wie die Holländer, aber vollkommen egal. But I have a straight off the line to go to Birmingham. Mr. Officer, Police Officer, Fireman. Okay, die quatschen auch nur alles, Klärchen. Hey, dann machen wir einfach jetzt hier unser Ding. Ist mir auch egal. Ich fahr jetzt einfach da vorbei. Das ist ja nicht mein Problem. Wenn die nicht auf mich hören wollen. So, wunderbar. Ja, perfekt. Auf geht's. Lass mich doch nicht hier ableiten von meinem Birmingham, von meinem Auftrag in Birmingham. Warum sperren die eigentlich überhaupt die Straßen ab? Das verstehe ich ja sowieso nicht. Komm ich denn da hin? Okay, wir fahren einfach da lang. Vorsichtig. Hello! Oh, it's all okay here? Oh. Eieiei. Ja, das war bestimmt eine Amazon-Bestellung gewesen. Holla die Waldfee. Merkwürdig. Und dafür machen sie die Straßen dicht? Mir soll es aber ein bisschen egal sein. Ich habe jetzt für mich den Platz so ein bisschen gehabt. Gut. Birmingham. Ganz kurz mal umschalten. Birmingham noch 168 Kilometer. Und wir müssen, wie man hier sieht, gleich auch links abbiegen. Warum ich jetzt einen Blinker setze, weiß ich selber nicht. Hier ist sowieso keiner hinter mir. Einer zu schnell gefahren oder was? Oh, scheiße. Mist, das war so klar gewesen irgendwie. Hat sich aber schnell zurückgeschaltet. Service. Tanken waren wir ja gerade schon. Oh, jetzt ist schon wieder 97. Ey, für das kleine Stück 80. Und dann durfte ich jetzt 200 Pfund blechen. Toll. Läuft bei mir. Gute Birmingham. Links rein. Ach, weniger als 70 Kilometer. So, Birmingham jetzt links runter. Glaube ich, ja. Ja, dritte Spur links runter. Dann geht es nach Liverpool und Cardiff auf den anderen Seiten. Oh. Oh ja, gar kein Problem. Oh, kein Problem für mich. Bloß nicht so schnell rein. Sind wir, glaube ich, jetzt in Birmingham, wa? Ja, 10 Kilometer. Ich denke mal, wir sind jetzt so ortsansässig in der Nähe. Da vorne, guck mal, da vorne ist es ja auch schon. Birmingham! Erster Halt, Birmingham. Ach, das war gut gewesen. Man hat sich so bisher sagen, gewöhnt. Links, rechts, Verkehr, rechts, links, Verkehr, wie man auch mal das jetzt hier betiteln möchte. 30 km/h.
Das sind wahrscheinlich 30 Meilen eher. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Erster Aufenthalt in Birmingham. Oh, ist das schön. Schön, wieder hier zu sein. Erklärt auf alle Fälle erster Aufenthalt. Schön, wieder in Birmingham zu sein, beim ersten Aufenthalt. Gut, wo sollen wir es jetzt hinbringen? Hinten rechts. Und da ist es auch, glaube ich, gleich. Also, halten wir uns... Wow! Wow! Was war das denn? Keine Ahnung. Dafür konnte ich nichts. Ja, Chef, ich bin zweite Mal, ja. Ich hab vergessen. Großbritannien, das war gerade ein bisschen viel Stress und Ärger. Du weißt ja, der Linksverkehr, das ist immer... Ja, ich weiß auch nicht, was die sich damals gedacht haben. Aber gut, die wollen ja mit allen anders sein. Nee, hör mal zu. Wie gesagt, Großbritannien bin ich jetzt. Ich hab jetzt die erste Fahrt nach Birmingham geschafft. Und bin jetzt bei... Postbett, ich sag einfach jetzt mal Postbett, und dort bringe ich Häuserfassade, Wände dorthin und würde jetzt da abliefern. Weißt du schon, wo es denn weitergeht? Weiter in den Norden, okay, alles Kirche, dann machen wir das so. Du, kein Problem, mach ich. Alles Kirche, Kirchen, dann sehen wir uns nachher, wa? Juti, ja, ich lade jetzt hier noch schnell ab und dann ist alles in Ordnung. Damit. Wo will er es denn hinhaben? Ach da! Gar kein Problem für mich. Können wir das hier ausschalten? Und dann machen wir das schon irgendwie. So. Wo ist mein... Ah, mein Sattel ist ein bisschen weit weg. Weiß nicht, ob ich es aus der Cosplay-Perspektive hinbekomme, aber... Wer nicht probiert, der kann nur verlieren. Ich glaube, ich bin richtig weit weg, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oh! Hoho, gar nicht mal so weit weg. Ich brauche aber trotz all den, die Kameraperspektive hier. Ah, nein. So. Oh, holla, die Waldfee. Das war ja nicht mal so verkehrt. Oh, ja, genau. Ein Gegensatzdenken. Ich Idiot. So. So. Verfickte Kacke. Ja. Wir kommen der Sache ein bisschen näher. Nee, so muss ich denken. So, jetzt hier einfach. Geht jetzt hier nicht um Schönheit. So, dass der einfach da drin steht. Okay. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich bin dann weg, Leute. Okay, nächster Auftrag. Birmingham, Sheffield. Ein paar Baumstämme abgeben. Das sind, das ist eine relativ kurze Tour. Aber ich würde mal sagen, dann werden wir auch unseren Spaß damit haben. Also, Sheffield, wir kommen. Außer auf uns warten im Übrigen eine 2 Stunden und 23 Minuten reine Simulationsfahrzeit. Das heißt 148 Kilometer. Mehr ist es nicht. Das war auch so, glaube ich, der einzigste Weg. Wir hatten ja gesagt, bis nach Norden möchte ich ja gerne hier meine Reise begehen. Der einzigste Auftrag bis nach Norden. Oh, wenn ich das ein bisschen beeilen würde, Herr Skoda-Fahrer, dann könnten wir noch schnell hier rüber. Was? Hey! Bin jetzt nicht zu schnell gefahren. Glaube ich. Also jetzt fahre ich zu schnell. Ja, jetzt ist klar. Ah. Oh, könnte aber auch wirklich gerne einen Kaffee vertragen, wa? Das wäre jetzt herrlich. Oh, Sheffield! Schon links ab hier, okay. Sheffield Grimsby. Oh, scheiße, schon wieder die falsche Straßenseite.
Oh, was ist denn hier los? Hello, Sir! You need some help? Brauchen Sie Hilfe? Das sieht nicht gut aus. Hallo? Wollen Sie nicht mit mir reden? Warte mal. Wollen Sie eine Zigarette haben? Komm! Ich kann mir das gerne mal angucken. Ja, gut, ja, ich bin Deutscher. Ja, okay, ja, ich weiß, ihr Briten, ihr mögt keine Deutschen. Oh ja, Fußball, scheiße. Vielleicht vom Zweiten Weltkrieg wollen wir auch nicht reden, aber lasst es doch einfach mal Freunde sein. Wir verstehen uns doch einfach. Freunde sein, komm. Ey! Hältst du mal die Schnauze da hinten, Mensch? Ich bin gerade hier am Reden mit deinem Kollegen. Entschuldigung. Ja, gut, dann würde ich mal sagen. Ey, sag mal, hammert langsam oder was? Ja! Ja, ich fahr jetzt. Tut mir echt leid, ich hätte Ihnen gern geholfen, weil die Leute sind unausstehlich, ey. Goodbye. Have a nice day, wa? I love you. Nee. Die Briten, ich sag's euch. Immer schnell von A nach B. Und sich selber irgendwie einschließen. Die sind schon knuffig. Oh, Regen. Das in Großbritannien. Wer hätte das gedacht? Gut, Chef hielt einmal jetzt hier links runter. So, immer schön links bleiben beide mal. Immer schön links bleiben. Ah, komm, mein altes Mädchen, du schaffst das. Tust dir aber auch ganz schön schwer, wa? Jetzt kann man wieder Gas geben. Wetter wird aber auch nicht besser hier. Hätte eigentlich einen Regenschirm dabei. Ja, genau. Ja, überhol mich. Aber gut, dass sie das auch macht. Mann, da gibt aber jetzt richtig Stoff, wa? Oh Mann, ey, das wird aber auch nicht besser, wa? Immerhin sind wir jetzt in Sheffield anscheinend angekommen. Ist der Sheffield hier? Ja, willkommen in Sheffield. Erster Aufenthalt in Sheffield. Wie sage ich immer so schön? Schön wieder hier zu sein. Ja, Chefchen, ich bin's wieder. Chef wird. Oh, fuck. Wird mich hassen? Ja. Nee, alles gut. Nee, ich bin jetzt in Sheffield angekommen. Ja, ist echt eine Industriestadt, wa? Ich sehe schon. Schön sieht anders aus. Auf alle Fälle. Ja, du, wie gesagt, Baumstämme habe ich jetzt abgegeben. Ich würde dann mal gucken, dass wir dann gleich später in den Norden reinmachen. Vielleicht so Manchester oder so. Ich muss mal gucken. Alles klärchen. Gut, ja, ich melde mich dann, wenn ich den nächsten Auftrag habe. Oh, was? Boris? Der Premier. Ah, ja, Boris Johnson hatten wir ja vorhin gehabt. Ja, der Premierminister. Was ist denn mit denen? Was ist da im Argen? Ja, wegen diesen Lockdown-Party. Ja, ich weiß auch nicht, was er sich da gedacht hat. Er schickt seine ganzen Leute in Lockdown, schön und gut, und macht selber Party und sagt, ich dachte, das wäre ein Geschäftsessen oder so. Mit 100 Mann. Ja, das ist, so sind sie, die Politiker. Die Überlegung ist, dass er flüchtet. Nee, niemals. Gut, Chef. Nee, aber ich bin jetzt mal hier bei der Firma angekommen. Wir hören uns nachher, okay? Alles klar, Chef. Bis später, Chef. Hab dich lieb. Ja, bis nachher. Gut, sind wir angekommen? Einmal hier rein. So, wo kann ich das hier abladen? Nee, natürlich nicht. Ich mach ja alles. Oh, da vorne. Okay, kriegen wir hin. Einmal hier rum. Ist ja hier relativ viel Platz. Ui, das wird jetzt lustig. Ich muss selber jetzt mal gucken, wo muss ich denn jetzt hier rein? Vielleicht geradezu? Ach, da!
Nee, ich glaube, das war vollkommen falsch. So, einmal hier nach rechts einschlagen. Und dann ganz vorsichtig. Oh, schön, die Sonne kommt raus. Perfekt, Domatico. Ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kommen wir da noch vorbei? Nee, das wird enge. So. Jetzt so. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Knapp, knapp war's. Aber nichts passiert. Die von draußen gucken wahrscheinlich aus aus ihrem Büro. Was macht ihr denn da? So, jetzt haben wir die richtige Richtung. Ja. Wie gesagt, Hauptsache, der ist irgendwie dränge. Noch ein Stückchen. Reicht nicht ganz. Aber noch einmal nach vorne. Bisschen gerade stellen. Und dann passt das da. So ein bisschen. Perfekt. Ja. Oh, das sieht gut aus. Und langsam ändert sich das Eichhörnchen. Perfekt. Das war besser als beim letzten Mal. Wunderbar. Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt. Für eine besondere Zeit. Bis bald.